Ein Job auf einem Kreuzfahrtschiff. Margie erfüllt sich einen Jugendtraum und verliert dabei ihr Herz. Vielleicht ein kleiner Flirt mehr, hatte ich mir auch nicht gedacht. So. Aber er war halt wirklich sehr, sehr nett und hat halt so eine charmante Art irgendwie. Also ist halt nicht so plump, sondern sehr hilfsbereit. Die große Liebe, Henry, ein Kollege von den Philippinen. Es war natürlich erstmal so echt komisch, ne? Dann vielleicht auch ja, Freunde, Familie zu sagen, dass man jetzt mit einem Filipino zusammen ist. Eine Liebe mit Hindernissen. Vor dem Glück steht der Papierkrieg. Monate zwischen Bangen und Hoffen. Darf Henry rechtzeitig zu seiner Hochzeit einreisen? Am Anfang denkt man, das schafft man nie. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. It's a beautiful night. Vorbereitungen für den schönsten Tag im Leben. Margarita, genannt Margie, sucht ihr Hochzeitskleid. Ein Familienausflug mit Mutter Lilly und Schwester Irina. Ist das erste Kleid? Ja, wow. Das ist das Favoritenkleid. Die 25-Jährige kennt ihren zukünftigen Mann seit knapp 2 Jahren. Ich wünsche mir, dass wenn ich in die Kirche drehe, der einfach nur denkt, das ist die schönste Frau auf der Welt. Das, wenn ich das in seinen Augen lese, dann weiß ich, okay, es ist genau richtig und das ist das perfekte Kleid. Es ist ja nicht nur mein Kleid, es ist ja für uns beide. Das hier finde ich cool. Es ist halt wie so eine Art Corsage, ne? Das Kleid soll auch Margies Verlobten gefallen. Ihn hat sie allerdings vor 3 Monaten zuletzt gesehen. Noch lebt Henry auf den Philippinen. Selbst für Irina ist er bisher ein Phantom. Henry hier, Henry da. Es ging irgendwie um nichts anderes mehr. Ich wünsche mir eigentlich auch, ihn jetzt mal so richtig kennenzulernen. Also ich unterstütze das komplett, grundsätzlich, egal was sie macht. Ich würde sie unterstützen, ich gehe mit ihr auch durch die Hölle. Das ist ganz egal, wir machen das alles zusammen. Aber ich möchte jetzt auch mal kennenlernen, wer ist dieser Kerl, der jetzt meine Schwester heiratet. Also. Das Datum der Hochzeit ist ungewiss. Das Kleid jedoch scheint gefunden. Es wird nicht gefährlich. Oh, Margarita, es ist perfekt. Das ist das Kleid. Ja, also jetzt ist halt einfach echt das Gefühl so, das bin ich. Als seine Frau. Noch darf der Bräutigam nicht nach Deutschland einreisen. Das Hochzeitsvisum haben Margie und Henry bereits beantragt. Wenn man so alles mitkriegt, mal bei seinem Kind, bei meinem Kind, dann ist es halt eben so. Ich freue mich auch, wenn er hier ist und dass sie. Es ist halt so, wie Mama das sagt, sonst versteckt man das immer, dieses Warten und so. Aber wenn man so wirklich darüber spricht, was man jetzt eigentlich alles durchmacht, dass man echt durch das Loch geht und den Partner einfach nur drücken möchte, wenn man könnte, man schon fast den Bildschirm küsst, aber es funktioniert nicht. Ein Liebesleben am Monitor ist alles, was den beiden bis zur Entscheidung der Behörden bleibt. Hi, Baby. How are you there? Margie wohnt in Hamburg und Henry in Manila. Ein Zeitunterschied von 6 Stunden. Du siehst glücklich aus. Natürlich, es ist Wochenende und wir können skypen, Schatz. Woran denkst du? An unsere Zukunft. Selbst heutzutage ist es nicht einfach, dass so offen und ehrlich zugestehen, dass man sagt, ja, ich bin mit einem Filipino zusammen. Weil man einfach dieses Vorglauben hat, dass Menschen, andere Menschen in Schubladen stecken und sobald du sagst, dass er Filipino ist, dass er eigentlich sofort abgestempelt wird, von wegen, er hat dich gar nicht verdient. April 2009. Margie heuert als Kosmetikerin auf einem Kreuzfahrtschiff an. Im Gepäck Fernweh und Abenteuerlust. Hallo, schönen guten Tag. Hallo. Ich bin Margarita, herzlich willkommen. Hallo. Margies Arbeitsplatz ist der Spa-Bereich, an 7 Tagen pro Woche. Ihr Vertrag läuft 6 Monate. Nach Dienstschluss feiert die Crew unter sich. Die 23-Jährige lässt keine Party aus. Ist schon fast Ritual geworden. Also das ist so eine richtig so eine Entspannungs-Highlight, wo man sich den ganzen Tag drauf freut. Und dann macht man sich schön fertig, aus der Uniform raus, Privatklamotten an und dann geht man was trinken. Margie ist Single. Auf dem Schiff arbeiten Europäer und Asiaten.
Sie wohnen und essen hierarchisch getrennt. In der Crewbar kommen alle zusammen. Man guckt bei jemanden an und dann auf einmal heißt es, okay, wer bist du? Wo warst du die ganze Zeit oder was trinkst du? Das geht super schnell. Also richtige Pärchen habe ich jetzt noch nichts mitbekommen, aber Gerüchte, das ist hier aber hallo. Da ist immer was los. Auf uns. Januar 2010, knapp ein Jahr später. Margie hat ihren Job auf dem Schiff verlängert. Dafür gibt es einen Grund. Henry, ein Mitglied des Reinigungspersonals. An Bord habe ich mich ja verliebt in einen jungen Mann, auch aus dem Spa. Wollte es am Anfang erstmal gar nicht und er hat es mir dann aber irgendwann gestanden und ich dachte, hallo, kommst du noch klar so? Was soll das jetzt so? Aber wir sind uns da näher gekommen und hat sich so ergeben. Henry ist inzwischen von Bord gegangen. Sein Vertrag endete vor einer Woche. Ich habe hier übrigens auch noch ein T-Shirt von ihm, ne? Damit schlafe ich dann immer, um an ihn zu denken. Er hat auch eins von mir. Und dann schreiben wir uns SMS, gute Nacht, ich gehe jetzt schlafen und ich nehme dein T-Shirt und denke dann an dich. 10 Quadratmeter mit Etagenbett. Wenig Platz für Zweisamkeit. Und man muss halt eine Kabinenpartnerin haben, die das dann auch akzeptiert. Teilweise war das dann so, dass wir halt zu dritt auf dieser Kabine geschlafen haben, was aber nicht angenehm ist. Also ist ja ganz klar, weil wir ja auch einfach nur mal zu zweit sein. Aber wir haben es dann mal gemacht, dass wir illegal im Spa geschlafen haben. Auch mal eine Nacht verbracht haben oder so, wenn es sich so ergeben hat. Nicht mega oft, aber schon ab und zu. Nach der reglementierten Zeit an Bord wollen die beiden ihre Liebe an Land testen. Margie hat Henry nach Hamburg eingeladen. Noch ahnt sie nicht, ihr Freund darf nicht nach Deutschland einreisen, nicht einmal zu Besuch. Soll ich dir mal ein paar Sachen zeigen, Mama? Auf den Philippinen ist die Arbeitslosigkeit und Armut groß. Die deutschen Behörden befürchten, Henry könne im Wohlstandsland untertauchen. Um zusammenzuleben, bleibt beiden nur eine Alternative. Sie müssen heiraten. Auf Henrys Wunsch besuchte Margie zuvor seine Familie auf den Philippinen. Ah, guck mal, das ist hier der Kleine. Das ist sein Sohn. Hat Henry dich irgendwie vorgestellt oder hat gesagt, nee. Harry, nein, einfach so ganz... Auf Fotos hat uns der Kleine immer schon gesehen, als Henry dort das erste Mal zum Urlaub war. Dann hat Henry schon Fotos gezeigt und meinte immer schon, das ist Mami, das ist Mami. Ich meinte dann immer zu Henry, ja, er muss mich nicht Mama nennen, ich bin nicht seine Mama. Er kann mich auch beim Vornamen nennen. Ja, spinnst du? Das ist auf den Philippinen nicht so, das ist Familie und du wirst seine Mama, sondern er soll dich auch Mama nennen. Ich bin erst später dazu gekommen, habe ich gesehen, wie Henry schon mit ihm gekommen. Der 4-jährige Harry lebt bei Henrys Eltern. Seine leibliche Mutter hat keinen Kontakt zu ihrem Kind. Margie kann sich nach dem ersten Kennenlernen vorstellen, den Jungen auch bald nach Deutschland zu holen. Ich sehe das Kind als ein Familienmitglied von uns. Und ich wünsche mir auch, dass wenn wir Kinder haben, dass die Kinder nicht sagen müssen, ja, ein Bruder ist auf den Philippinen. Ich möchte, dass wir als Familie zusammen sind. Das ist super wichtig. Da waren doch schon Zweifel. Und dann habe ich gesagt, er war nicht verheiratet. Er hat ein Kind und du sagst, er war nicht verheiratet. Ja, Henry hat mir das gesagt, er war nicht verheiratet. Aber dann muss man das wirklich noch mal nachfragen und nachhaken. Und doch, das ist schon. Da war meine Bedenken ganz groß. Weil ich möchte auch nicht, dass sie eine Familie kaputt macht oder so. Das ist schon wichtig. Nach einer 3-monatigen Prüfung hat die deutsche Botschaft auf den Philippinen Henrys Ledigkeit bestätigt. Margie muss nun bei der Ausländerbehörde Nachweise erbringen, dass sie für Henrys Unterhalt sorgen kann. So, dann bringen uns mal Glück. Wenn er jetzt irgendwie das einfach nur nutzen würde, als Chance nach Deutschland zu kommen, das wäre ein Desaster für mich. Aber diese Gedanken hat man dann vielleicht ein-, zweimal. Ich habe sie auch mit Henry besprochen, weil irgendwann hat mich das halt so gequält, dass ich da in meiner Gedankenwelt einfach nicht mehr klargekommen bin. Und es tat mir weh, dass ich das mit meinem Verlobten besprechen muss, wo ich gesagt habe, so, Henry, wenn du verheiratet bist, dann sag mir das. Und willst du wirklich mit mir zusammen sein oder willst du einfach nur nach Deutschland kommen? Und ich habe solche Angst. Das hat ihn natürlich total verletzt, was ich absolut verstehen konnte. Aber ich konnte auch nicht weiter darüber schweigen. Margies Angst hat einen Hintergrund. Täglich verlassen bis zu 4000 Philippiner ihre Heimat auf der Suche nach Arbeit und Perspektiven. Das offene Gespräch und Henrys Reaktion haben Margie beruhigt. Sie hat inzwischen das Aufgebot bestellt. Guten Morgen, hier ist Margarita Janot. Ja, wir haben das jetzt eigentlich auch soweit alles vorbereitet. Hier eine Sache verstehe ich aber nicht. Was ist jetzt nochmal mit dieser Verpflichtungserklärung? Können Sie da nochmal, brauche ich die oder...
Okay, und können Sie ungefähr sagen, ist es realistisch, damit zu rechnen, dass Henry in 1 bis 2 Wochen kommt, oder? Okay, gut. Okay, also es bleibt spannend. Herzlichen Dank. Ein schönes Wochenende. Maggie steht in regem Kontakt zu der Ausländerbehörde. Wird Henry rechtzeitig zur Hochzeit einreisen dürfen? Hi, Darling. Ich habe gerade mit der Behörde telefoniert und nach Neuigkeiten gefragt. Denkst du, es ist möglich, Schatzi? Ich glaube ja. Vielleicht 1 oder 2 Wochen, dann bist du hier. Pack deine Sachen. Ich habe schon gestern gepackt. 6 Tage später. Aus Freude ist Frustration geworden. Freitag soll Henry sein Visum bekommen. Doch wird er Samstag bereits fliegen können? Hallo, Margarita. Hi. Na, was gibt's? Du guckst aber traurig heute. Die deutsche Botschaft hat Henry angerufen. Die haben eigentlich gesagt, dass das Visum durch ist. Aber sie haben halt nicht gesagt, ob er jetzt wirklich jetzt am Wochenende einreisen kann. Und wir haben ja eigentlich nächste Woche unseren Heiratstermin. Ja. Und deswegen ist das jetzt alles ein bisschen kurios. Jetzt haben wir uns dafür entschieden, auf gut Glück einen Flug zu buchen, damit er morgen was in der Hand hat. Und dann muss er morgen das vorlegen bei der Botschaft und ich hoffe, er kriegt seinen Stempel. Um 10 Uhr Ortszeit soll Henry in der deutschen Botschaft in Manila erscheinen. In Hamburg wartet Maggie ab 4.30 Uhr morgens auf eine Nachricht. Immer an ihrer Seite Mutter Lilly, die eigentlich die Freude ihrer Tochter dokumentieren möchte. Ruhig. I get no more visa, I have a problem. I need to take some other days, yeah. Scheiße, irgendwas muss er noch machen. Er hat sein Visum, aber er hat ein Problem. Er muss irgend so ein Seminar machen, was CFO heißt. Aber er weiß überhaupt gar nicht, wo das was für ein Seminar jetzt noch? Boah, das gibt's doch nicht. Das sind doch Schweine. Die bringen einen ja zur Weißglut. Zum Wahnsinn. Ja. Also er ist sich immer noch nicht sicher, ob er kommen kann. Er hat Geld geschrieben, dass ich nicht das Ticket ausdrücken soll. Ein Informationsseminar zur Vorbereitung auf die Reise. Heute noch. Maggie sucht nach Veranstaltern in der philippinischen Hauptstadt. Also das ist jetzt gesendet, die Adresse? Die Adresse habe ich mir jetzt gesendet, aber ich gucke jetzt noch mal genau, wie lange die Beantragung dauert. Und wie lange die aufhaben. Ach du Scheiße. Lilly ist geschieden. Sie unterstützt den Heiratswunsch ihrer Tochter. Bei Maggie drehte sich gestern alles um die Ausstellung des teuren Flugtickets. Die Mutter hofft, dass Henry nun endlich kommt. Für mich als Mama war wichtiger, wenn sie jetzt wieder enttäuscht wird und wenn das wieder verschoben ist. Okay, das Geld kann man aufkommen und sagen, okay, es ist Geld und gut. Aber diese Enttäuschung, was dann mein Kind wieder erleben muss und wo meine Tochter wieder durch muss, das ist dann halt eben härter für mich als dieser Verlust vom Geld. In ihrem neuen Job an Land vertreibt Maggie Pflegeprodukte an Apotheken. Auch heute muss sie bis zum frühen Abend arbeiten. Erst im Anschluss kann sie Henry abholen, sofern er den Flieger bekommen hat. Gestern, das war ein so anstrengender Tag. Ich war fix und fertig danach. Mir ging es richtig beschissen. Aber irgendwann schrieb er dann die SMS, er ist jetzt im Flugzeug und es ist alles gut. Es ist jetzt also wirklich sicher, dass er nach Deutschland kommt. Henry sitzt im Flugzeug. Mehr als 10.000 Kilometer beträgt die Luftlinie Manila-Hamburg. Ankunft in einer halben Stunde. Noch 35 Kilometer zum Flughafen. Mann, fahr doch mal zu. Das ist auch unfassbar. Oh, mir wird gerade echt schlecht.
richtig hier. Bin total so. Ich geb dir Bescheid, wenn wir zusammen sind. Ich rufe jetzt noch mal schnell Mama an. Okay, bis dann. Okay, bis dann, ciao. Der Flug kommt früher und Irina hat jetzt noch ganz schnell rausgefunden, dass es auch Terminal 1 ist. Das heißt, da muss ich jetzt mich nicht mehr drum kümmern. So, Mama. Da. Alter Schwede, das ist ja unfassbar. Mehr als 5 Monate waren Margie und Henry getrennt. 3 Monate Aufenthalt gesteht das Visum Henry nun zu. 3 Monate, um zu heiraten. Es ist schrecklich. Bei jedem Türöffnen denkt man, jetzt kommt er, jetzt kommt er, jetzt kommt er. Mein Herz schlägt bis hier. Da ist er. How are you? Good. Now I'm home. Hi. Ankunft im vorerst neuen Zuhause. Hallo, Mami. Hallo, Henry. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Lilly hat Henry bisher nur 2-mal kurz getroffen. Bis Margie und ihr Verlobter in die eigenen 4 Wände ziehen, stellt sie den beiden ihre Wohnung zur Verfügung. Ich habe Reis gekocht und du guckst jetzt, ob es dir gefällt und ob du das essen willst. Did you understand? I understand that there's a rice that they cook. Yeah, I can eat that, but it's different thing. Er kann es essen, aber es ist ein bisschen anders. Ja, macht nichts. Wenn du mir einmal zeigst, wie du Reis kochst, dann koche ich so wie du. Ja, ja, ja. Der Reis ist nach deutscher Art gesalzen und damit nicht nach Henrys Geschmack. Philippinische Ernährung spielt für ihn eine große Rolle. Heute allerdings nicht. It's hard to leave my country that now I decide to live here in Germany. Es ist hart, meine Heimat zu verlassen. Meine Freunde und meine Familie sind dort. Aber ich habe mich entschieden, hier zu leben, weil meine große Liebe hier lebt. I select to live here because my only love is here. Oh, schön, dass du da bist. Knapp einen Monat später. Die standesamtliche Trauung haben Margie und Henry bereits hinter sich. Heute ist nun der große Tag. Ihre Hochzeit in der Kirche. Auf einen schönen Tag, Mädels. Auf jeden Fall. Schön, perfekt. Danke. Danke, dass ihr da seid. Das heutige Datum hat für Margie und Henry eine besondere Bedeutung. An diesem Tag wurden sie vor 2 Jahren auf dem Schiff offiziell ein Paar. Happy Anniversary! I know that you're eating rice. See you later, honey boy. Yeah, bye bye. Ja, natürlich kocht er schon wieder Reis. Er hat gerade gesagt, er ist bei Oma und macht jetzt schon seine Suppe und seinen Reis da fertig. Und wir haben uns so besprochen, dass er ein bisschen Reis auch mit in die, ins Restaurant mitnehmen soll. Weil wir Angst haben, dass da nicht sein Essen sein wird. Und es wäre natürlich schrecklich, wenn der Bräutigam nichts zu essen hat. 2 Etagen tiefer bereitet sich Henry in der Wohnung von Margies Großmutter mit seinem Trauzeugen auf die Hochzeit vor. Seine Familie darf nicht einreisen. In diesem Moment. Ich habe meiner Familie schon eine SMS geschickt, dass heute mein Hochzeitstag ist. Aber ich weiß nicht, ob sie die bekommen haben. Mein Bruder, es ist traurig, kann nicht zu meiner Hochzeit kommen. Man, you look good. Weil er arbeiten muss. He needs to work. Margie ist evangelisch und Henry katholisch. In einer Kirche in der Nachbarschaft heiraten sie im Rahmen eines ökumenischen Gottesdienstes. Die Nacht vor der Trauung verbrachten sie auf eigenen Wunsch getrennt. Zum vorerst letzten Mal für eine lange Zeit. Eine Chance, ihre Beziehung im Alltag zu testen, hatten die beiden nicht. Die Ehe ist für Margie und Henry die einzige Möglichkeit, als Paar in Deutschland zu leben.
ist alles runtergefallen und ich habe nur meinen Mann gesehen und dachte, alles ist perfekt. Es ist alles so, wie ich es mir gewünscht habe. Ich musste mich richtig zusammenreißen. Ich dachte, oh nein, alle Gäste sehen jetzt meine Tränen. Und dann dachte ich, egal, das sind halt meine Gefühle jetzt. Ich hoffe, dass sie das Leben lang zusammenbleiben. Die Ängste, das hat sich ein bisschen gelegt. Gerade diese akute Angst. Die haben ja diese Grundsubstanz, das ist die Liebe. Und die Liebe kann zwei Kulturen zusammenbringen. Ich wünsche den beiden alles Gute, dass sie immer so glücklich bleiben wie heute. Eine glückliche Zukunft. Das soll heute gefeiert werden. Mit mehr als 70 Gästen. Bis in die frühen Morgenstunden. Drei Tage später. Umzug in die erste eigene Wohnung. Das Ehepaar nutzt die Flitterwochen für die Renovierung. 55 Quadratmeter, die Margie erstmal allein finanziert. Natürlich guckt man, was kann er machen? Wie sieht es aus, wenn ich dann wieder arbeiten gehe nach unseren Flitterwochen und er ist da? Man fragt schon mal rum, okay, wo wird vielleicht eine Hilfskraft gesucht? Wo kann man anfangen zu arbeiten, wenn man der Sprache jetzt noch nicht zu 100% mächtig ist? Aber dass man eben einen Job hat und wenn es nur 400 Euro sind, dass er einfach rauskommt, dass er nicht den ganzen Tag zu Hause sitzt und auf mich wartet, sozusagen, wenn ich nach Hause komme. Das wäre auch eine Katastrophe für mich, weil damit setzt er mich ja ganz doll unter Druck. Knapp 1.500 Euro haben Margie und Henry bereits für Übersetzungen, Beglaubigungen und Zertifikate ausgegeben. 9 Tage nach der Heirat. Das Ehepaar will Henrys Hochzeitsvisum in eine Aufenthaltsgenehmigung umschreiben lassen und eine Arbeitserlaubnis beantragen. Um 8 Uhr hat das Amt aufgemacht. Wir waren um 7.20 Uhr hier, sind nach oben gegangen und vor uns waren mindestens 40 Leute. Die haben alle jetzt eine Nummer. Wir haben jetzt auch eine Nummer. 29 und als wir rausgegangen sind, war Nummer 13. Ich habe die Mitarbeiterin gefragt, also sie meinte locker 2 Stunden, kann aber auch länger sein. Zeit für ein gemeinsames Frühstück. No. No? Come on. You don't like? Man probiert's, aber ich glaube, er guckt es sich an und denkt schon, nee, das will er nicht essen. Aber er probiert's. Manchmal klappt's, manchmal nicht. Knapp 4 Stunden dauert der Behördenbesuch der frisch Vermählten. 110 Euro kostet die gewünschte Genehmigung. Das ist so irgendwie, ich bin gerade voller Emotionen. Ich weiß gar nicht warum, aber er hat jetzt halt eine Aufenthaltserlaubnis bekommen für 18 Monate. Und jetzt ist aber so, dass ich total glücklich bin, weil das ist so, das ist jetzt wirklich ein Start in unser Leben. Das ist dieser Moment, worauf ich immer gewartet habe. Dieses so, wann kommt dieses, wow, wir haben es geschafft und wir haben es geschafft. Margie und Henry haben wieder einen Schritt geschafft, aber auch neue Verpflichtungen. Henry muss an einem Integrationskurs teilnehmen. Guten Morgen. Guten Morgen, Henry. 600 Stunden Deutschunterricht muss Henry nachweisen. Ich frage, Henry, kommst du aus Bulgarien? Ja, ich komme aus Bulgarien. Du kommst aus Bulgarien? Nein. Das ist die Realität, ja? Jetzt keine Theorie. Ich frage dich noch einmal. Kommst du aus Bulgarien? Nein, ich komme aus den Philippinen. Ah, okay. Teilnehmer aus verschiedenen Nationen. Deutsch zu lernen fällt allen schwer. Doch der 32-Jährige ist motiviert. Denn hier findet er endlich Anschluss. Es ist gut, dass ich hier bin, weil einige meiner Mitschüler vielleicht Freunde werden. Ich kann mich dann in meiner Freizeit mit ihnen treffen. Bisher leben Henry und Margie allein von Margies Gehalt. Doch nun bewirbt sich Henry an Land in seinem alten Job, im Housekeeping eines exklusiven Hotels. Guten Tag. Frau Craig ist hier. Ja, okay, Sie sind der Termin. Okay, danke. Kleinen Moment bitte. An Bord hat Henry zuletzt den Spa-Bereich gereinigt, war jedoch davor als Kabinensteward tätig. Ein Probetag soll seine Eignung beweisen. So, das ist das Zimmer. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß
Und ja, wenn ihr fertig seid mit dem Zimmer, ich komme nachher noch mal vorbei und schaue mir das Ganze dann noch mal an. Okay. Ja? Okay, dann bis später. Henrys Erfahrungen im Kabinenbereich liegen schon einige Jahre zurück. Werden seine sprachlichen und fachlichen Leistungen die Hausdame überzeugen? No. look. Ich glaube, er ist auf jeden Fall aufgeregt und er möchte das so perfekt wie möglich machen. Ich glaube, ich wäre auch genauso aufgeregt, aber ist okay. Ich habe ihm das jetzt einmal gezeigt, wie man sieht, er kann es ja. Er macht es dann ja auch. Hallo. Hallo. Ich wollte mal schauen, wie es läuft. Ja, bis jetzt. Ja. Ganz gut. Ganz gut? Glaube ich. Okay. Ein bisschen langsam, aber der erste Tag. Der erste Tag, es ist ja auch viel Neues. Richtig. So. Okay, sieht doch ganz gut aus. Ich denke, auch mit Susan, das hat sehr gut funktioniert. Ja. Sie haben sich verstanden, auch die Verständigung mit Deutsch und Englisch hat ganz gut geklappt. Und ja, ich würde sagen, ich bespreche das nochmal im Team und dann melden wir uns bei Ihnen. 3 Monate später. Margie verbringt ihren Sonntag allein. Henry muss arbeiten. Beide sind im Alltag in Deutschland angekommen. Das Paar unterstützt Henrys Familie auf den Philippinen und spart auf einen Flug nach Manila. Ihr erster Besuch nach 10 Monaten. In diesem Moment. Ich glaube, dass er schon seinen Sohn sehr vermisst. Also wenn er so gerade kleine Kinder oder sowas sieht, dann sehe ich das auch schon manchmal echt in seinem Gesicht. Und manchmal sagt er das dann auch wirklich, dass er Harry schon sehr vermisst. Das ist schon echt bitter, das dann, weil ich kann ja dann auch nichts machen. Ich kann ihm ja auch nichts sagen oder so, ne? Er muss halt dann einfach warten, bis er ihn wieder sieht. Aber ich glaube, das ist echt mit das Schrecklichste. Noch ist nicht entschieden, ob Harry in Deutschland aufwachsen soll. Margie und Henry stellen ihren Kinderwunsch nicht mehr zurück. Ich meine, wir werden auch nicht jünger und er ist ja schon 32 und er sagt, er möchte kein Opa sein, wenn er mit seinen eigenen Kindern dann rumspielt. Von daher, entweder es passiert oder eben nicht. Zumindest darf es jetzt passieren. Henry hat den Job bekommen. Nun arbeitet er 8 Stunden im Hotel und besucht im Anschluss einen Integrationskurs. Bis 21:30 abends. Wann hast du frei? Mittwoch und Donnerstag. Noch 4 weitere Monate muss das Paar mit der Doppelbelastung leben. Deutschland bedeutet für Henry bisher Arbeit, Schule, Schlafen. Die Bilanz ist dennoch positiv. Das Warten hat jetzt halt endlich ein Ende. Wir sind einfach nur jetzt hier halt zusammen, genießen hier unser Leben, haben hier unseren Alltag, gehen arbeiten, müssen in den Supermarkt gehen. Also führen im Grunde ein ganz normales Leben. Das kann man halt auch mit dem Leben auf dem Schiff überhaupt nicht vergleichen. Keiner nervt einen und keiner liegt da irgendwie 2 Meter weiter im anderen Bett, sondern man ist alleine. Kreuzfahrt in den Ehehafen. Margie und Henry gehen nun an Land ihren Weg. Endlich gemeinsam.